Willkommen bei OpenSUSE Screencast. Heute möchte ich euch den ihr E-Mail-Klienten Thunderbird der Mozilla Foundation vorstellen. Wahrscheinlich kennt ihr ihn schon, wenn nicht, dann lernt ihr ihn jetzt kennen. Nachdem ihr ihn installiert habt, falls ihr nicht wisst, wie das geht, guckt euch meine anderen Videos an, könnt ihr ihn über eine Verknüpfung starten oder über das Startmenü, indem ihr das Thunder eingibt. Da findet man den direkt hier. Rechtsklick zur Arbeitsfläche hinzufügen, würde eine Verknüpfung hier machen. Habt ihr hier schon eine? Hier. Indem man draufklickt, startet man das Programm. So, dann sieht man direkt dieses Fenster hier und hier Konto einrichten. Das ist auch ein großer Vorteil von Thunderbird, dass das Einrichten eines Kontos recht einfach ist. Einfach den Namen eingeben. E-Mail-Adresse und Passwort und auf Weiter klicken. Jetzt sucht er selbstständig nach den Servern, findet die bei den meisten auch, sonst auf benutzerdefinierte Einstellungen gehen, kann auf Konto erstellen klicken, da wird das Passwort getestet. So, dann sieht man schon diese Seite hier, Posteingang. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man E-Mails schreibt. Dazu klickt man auf Erfassen. Sieht dann hier das Schreibfenster. Gebt die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Einfach mal an uns selber geschrieben hier. Den Betreff. Und einen Text. Den Text kann man natürlich wie in jedem Editor und so formatieren. Als Überschrift, 1, 2, wie auch immer. Adresse, normaler Text. Unter variabler Breite kann man die Schriftart festlegen. Wählen wir mal die, das ist die Schriftart, die ich in einem anderen Tutorial gezeigt habe, wie man Schriftart hinzufügt. Weil die ziemlich klein ist, kann man die hier auch noch vergrößern, mit diesem A und dem Pfeil nach oben. Bisschen größer, so. Kann man fett schreiben, kursiv, unterstrichen. Man kann auch hier Nummerierungen, also Aufzählungen machen. Einrücken. Zentriert, also die Zentrierung, Anordnung. Man kann auch hier andere Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel Links. Linien. Hier, ich zeig's mal. Eine Unterstrichlinie und eine Sinnlinie sozusagen. Eine Grafik einfügen, eine Tabelle. Hier mal eine Tabelle als Beispiel. Eine Tabelle brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Deswegen gehen wir mal hier auf. Hier oben gibt es dann Rechtschreibüberprüfung. Vorher sollte man auf Deutsch umstellen. Wenn man Deutsch spricht, oder halt Englisch. Also auf Deutsch, immer Rechtschreibüberprüfung. Wie man sieht, kommt dann hier direkt ein Fehler. Ist zwar jetzt nicht wirklich, aber egal. So, dann kann man hier einen Anhang hinzufügen. Eine Webseite kann man auch anhängen. Visitenkarte von sich selber, wo dann alles von einem ist, so Name und E-Mail-Adresse. Man könnte die auch verschlüsseln, hier, oder auch unterschreiben. Kann die auch natürlich auch speichern. Oder hier nochmal alles im Menü machen. Dasselbe wie hier ist. Ja, dieses Doppelstrich sollte jetzt nicht sein. Gut, dann gehen wir mal auf Senden einfach. Senden erfolgreich. Jetzt können wir hier einfach mal auf Abrufen gehen. Und wir sehen, hier ist unsere neue E-Mail von uns selber. Betreff Test, Datum. Können wir draufklicken. Sehen es dann hier. Dies ist eine Test-E-Mail, wird auch richtig angezeigt. Mit einem Doppelklick drauf wird es in einem neuen Tab geöffnet. Bei größeren Nachrichten ist das einfach, also ist das besser. Wir können hier auf Antworten gehen, weiterleiten an jemanden, archivieren oder als Müll
kennzeichnen oder auch direkt löschen. Beim Löschen kommt es dann in den Müll, hier Trash, also Mülleimer. Sehen es dann hier nochmal, können es dann auch im Mülleimer löschen mit der Entferntaste oder Rechtsklick löschen. Oder einfach, wenn ganz viele Nachrichten drin sind, indem wir auf hier auf den Mülleimer gehen. Nee, sollte jetzt normalerweise doch erscheinen. Kommt jetzt aber nicht. Ah, hier ist es. Wenn wir hier bei Trash den Pfeil nach unten hier anklicken, dann sehen wir unser Konto und hier gehen wir dann auf Papierkorb leeren. Ja, wollen wir leeren und jetzt sieht man, ist die E-Mail weg. Man kann auch ein Adressbuch anlegen. Neuer Kontakt dann hier, alles eingeben und okay. Man kann auch mehrere Adressbücher anlegen hier. Hier könnte man dann in den Kontakten suchen. Natürlich kann man auch die dann nachher drucken, die Kontakte, oder exportieren zum Sichern oder woanders hin mitnehmen, wenn man da auch noch ein Konto hat, das man so anlegen möchte. Man könnte auch schon vorhandene Adressbücher importieren. Hier. Das sind eigentlich die meisten unterstützten Formate hier. Eigentlich alles Standardformate. Der große Vorteil von Thunderbird ist der, den eigentlich auch Firefox hat. Es ist sehr leicht zu erweitern mit Plugins und Add-ons. Natürlich auch Skins. Beispielsweise gibt es Lightning. Das ist für Kalender. Da hat man gleichzeitig noch einen Kalender drin. Das sieht man schon hier bei Add-ons dann. Gibt es auch den Add-on suchen schon. Zum Beispiel hier sind ein paar, die es so gibt. Ja, Themes hier, Plugins halt, alles Typische. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer OpenSUSE Screencast.